Ja, herzlich willkommen auf Buried. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit uns beiden auf Buried. Dabei ist der Florianovic. Ja, hallo zusammen. Und der Tim, der jetzt gerade Misty ist. Ja, also meine Wenigkeit. Ja, und ich bin Stuhlinger. Bin eben gerade gegen Zaun gerannt. Oh, Zombies mit dem Hut! Zombies mit dem Hut. Mit dem Zylinder! Aber Buried finde ich immer noch, wenn man hier zum Beispiel hier oben hinguckt, ja. Sieht einfach geil aus, mit dem Förderband und dem Dreck in der Luft. Also ich fand Dreck nie so schön. Dreck. Dreck. Dreckiger Dreck. Gibt's auch sauberen Dreck? Dreckiger Dan. Ja, Spitzkopf Larry. Gönnst du mir, dann kann ich nämlich gleich noch oben zum F-Zert. Ja gut, dann geh ich schon mal runter, ne? Okay? Ja, mach das. Und Absturz! Allein wie das hier runter geht, ne? Man sieht hier richtig so den Krater, ne? Ich nehme an, hier ist so eine 115-Rakete. Rein. Abgestürzt. Man sieht ja echt, wenn man auf Moon ist und man macht das Easter Egg, sieht man ja richtig, wie diese Raketen auf der Erde einschlagen. Man sieht nur, wie die Erde richtig, sagen wir es jetzt mal auf gut Deutsch, zerfickt wird. Ja gut, das weißt du aber auch nur hypothetisch. Geschafft hast du es auch nie, ne? Ja, ich weiß es nur... Ja, okay, hast recht. Ich weiß es wirklich nur hypothetisch. Geschafft haben wir, ich... Es nie. Aber so schlimm ist das ja auch nicht. So, nee, ich will hier nicht angetouched werden, nur Zombie. Ich will nur Leroy Aggro machen. Und es hat geklappt. Also nicht für den Zombie. Ja, ja, Leroy ist raus. Der Riese ist raus! Sind die Zombies alle schon bei dir unten? Ich habe hier nur noch einen gerade. Oh nee. Was denn? Ich das jetzt schon wieder. Ich höre schon der Richtofen. So, 2000 kostet, ne? Wer? Ach ja, F-Zert. Ich glaube ja. F-Zert ist ja gepuncht. Mhm. Das nervt voll. Jetzt hören wir die ganze Zeit ich höre die ganze Zeit Richtofen brabbeln. Aber Richtofen klingt auf Buried immer noch besser als auf Dyrise. Ja. Dyrise klingt ja wie ein ansteckender Virus. Ansteckender Virus, oh ja. Weil bei dir brabbelt ja gerade keiner. Oder? Aber ich bin noch Misty. Misty! Ja. Ja, das magst du wieder, ne? Ich spiele irgendwie immer nur die Frauen. Ha. Ja. Du, in Black Ops 1, da kannst du ja nichts dafür, aber hier ist das ja alles random. Also im Grunde kannst du da auch nichts für, aber es kommt besser, wenn man das so sagt. Ich finde, das sollte... Die sollen so eine Funktion einbauen, dass man selbst bestimmen kann, wie und wen man spielt. Ja, vielleicht ist das ja im nächsten Treyarch Call of Duty Zombie-Modus so. Ach, das wäre so geil, wenn es den gäbe. Den gibt's bestimmt, aber der sieht dann ein bisschen anders aus. Moderner? Anders. Vermutlich kann man dann mit bis zu 8 Spielern auf einer Map spielen. Hm. 8 Spieler. Das wird doch mit 4 teilweise schon eng. Stell dir vor, Busdepot zu 8. Ja, und mal, es kann natürlich auch sein, dass die einen vollkommenen Reboot durchführen, ne? Also, alle nichts, Maps mehr mit, nichts mehr mit Story aus Black Ops 1 und Black Ops 2 und WoW, sondern alles neu. Neue Charaktere. Neue Story. Das wäre auch eine Möglichkeit. Hast du den Teaser angezeichnet? Nee, den habe ich hier gerade, aber ich muss hier erstmal irgendwie rauskommen. Ich bin ja schon... Oh, du kannst dir den Teaser gleich leisten. Nee, Mann, das war auch dein Ziel, oder? Nee. Das... Ja, das ist gut. Jetzt kann ich mir gleich den Teaser leisten. Wo bist du denn? Ich liege in dem Haus da, wo es runter zu den Kreidezeichnungen gibt. Geht. Gibt. Warum muss ich geht. Sagen? Jetzt sprech doch mal ordentlich Deutsch, Mann. Ich spreche immer ordentlich. Wenn du verstehen tust. Ah, der gute Stuhlinger. Darf ich mir die Kreidezeichnung wiederholen? Das stimmt, Misty. Jetzt können wir ordentlich Kohle scheffeln. Ja, mit doppelten Punkten ist das so, ne? Einen Teaser male ich oben auf dem Saloon an, ne? Ja, den kannst du dir jetzt leisten. Nee, ich kaufe auch die Barrieren. So viel zum Thema ordentlich sprechen, ne? Ich kaufe auch die Barrieren auf. Siehst du jetzt. Aber wir können uns gleich beide Jugger holen. Hol ich mal Leroy. Genau, Richtofen. So funktioniert Teamwork.
Ja. Ich schon wieder downgehen. Ja, ich dachte, das kannst du. Dein Kontingent an Muni. Mach. Komm runter, du Monster. Warum kommen die Zombies so schnell? Ich hab Jugger jetzt freigeräumt. Ja, ich hoffe mal, er räumt auch frei. Strom ist schon an? Nee, mach ich gleich. Okay. Nee, PDW will ich nicht. Die Map ist auch wieder mal richtig geil. Ah, ich weiß, das hast du dir auch mal Gedanken gemacht, das ist eigentlich ganz lustig. Treyarch hat direkt auf den zwei aufeinanderfolgenden DLCs die erste und die letzte Map der Story gebracht. Na, Breed als letzte und Origins ja. Als erste. Ich muss sagen, Origins finde ich von der Story. Oh Gott, heute ist wirklich schwer. Ja, ne? So, oben auf dem Saloon sagst du, hast du angezeichnet? Ist der Teaser, ja. Soll ich Strom anmachen? Ne, ich mach schon, ich springe eben rüber. Ach stimmt, das ging ja auch noch. Ich muss sagen, dieses Western-mäßige gefällt mir richtig gut. Ja, davon gerade auch, weil es da nicht so viel von gibt, ne? Hier ist ja auch der ganze Soundtrack darauf ausgelegt. So, komm Leroy, wir räumen mal was weg. Du hast da schon wieder neben deinen Punkten diese komische Karte. Ja. Das hat. Hier sind zu viele. Das Zombies. Jetzt ausführlich zu erklären, was das jetzt bedeutet, sprengt den Rahmen für den Tag heute, glaube ich. Ich weiß nicht, wie oft hast du es mir schon erklärt und ich habe es bis jetzt noch nicht mal verstanden. Ich habe es ja einmal erwähnt, erklärt habe ich es noch nie. Ach so. Ja, du hast irgendwie mal gesagt, wo du die her hast oder so, aber na. Ist mir auch egal. So. Ist immer so schön heiß, ne? Ist mir egal. Darf ich mir gönnen? Was? Teaser. Ja, hau rein. Man muss die noch haben. Ich werde mir jetzt erstmal Jugger gönnen. Mach ich auch gleich. Ja, toll, wenn du jetzt teaserst, hast natürlich innerhalb der Runde die ganze Kohle wieder drin. Och, ich muss sagen, das ist auch eine richtig. Also, das ist mit einer der besten Ideen, die jemals hatten, diesen Teaser einzuführen. Ja, es fing ja alles an mit dem Bowie, ne? Ja, und das war ja schon eine coole Idee eigentlich, auch wenn ich das Bowie eigentlich für die Größe ein bisschen dementsprechend schwach finde eigentlich. Und ich hasse. Und meistens sind die Bowies auch noch so doof platziert, dass du die innerhalb der Zeit. Also dass du den Preis eigentlich nicht mehr reinkriegst. Bestes Beispiel, Five. Oder Kino. Na, Kino könntest du sogar noch schaffen im Zweifel. Aber auch da ist das eigentlich eher doof platziert, oder? Im Zweifel schafft man es sowieso nicht. Es ist immer im letzten Raum, wo man hinkommt, ne? Ein Five ist das unten, da wo man sowieso als letztes hinkommt. Kino ist es im großen Saal, wo man einmal erstmal komplett aufkaufen muss. Und das gibt ja nur bis Runde 8. Ja. Wanted? Nur bis Runde 7, ab Runde 8 glaube ich nicht mehr. Die einzige Map, wo ich wirklich glaube, dass das Bowie gut platziert ist, ist Shangri-La. Da hang das. Ja, auf jeden Fall in einem der ersten Räume vorne. Ist das nicht da in der Nähe? Da beim Strom doch. Stimmt. Da hat man noch ordentlich was von. Oh, ich hab richtig gefarmt diese Runde. Ja, ich hab Marathon gelaufen. Was wollen wir bauen? Ich glaube, am nützlichsten wäre entweder Enthaupter oder Dampfschleuder. Ja, wir können alles mit hier bauen. Hast du Alkohol? Nee, also er ist hier irgendwo gespawnt auf jeden Fall, aber nicht im Saloon, dann wird er wohl im Knast stehen. Ja, da steht er auch. Willst du? Ja, ich habe ihn genommen. Also entweder müsste man jetzt wahrscheinlich den Brunnen einmal zerdeppern oder die Kirche freiräumen, ne? Ich würde eher sagen Kirche als erstes, oder? Den Brunnen können wir im Zweifel immer noch kaputt machen. Ja gut, dann hole ich eben die letzte Kreidezeichnung. Zahltag, ne? Misty ist so geldgeil, ne? Irgendwann schon, jetzt können wir ordentlich Kohle scheffeln und jetzt ist Zahltag. Jetzt kommen schon die ersten Runner. Ich hab hier so mega Spaß, ey. Oh. Ja, oh, oh, oh. Wieso bin ich denn jetzt schon blutrot? So. Oh Gott, eine Runde lang gefahren. Ja, deine Punktzahl? Komm mit. Die Roy. Komm, das hätten wir mal. Wir hätten die Runde noch nicht beenden sollen, sonst spawnt nämlich jetzt auch kein neuer.
Das war sehr, sehr doof. Wie, jetzt spawnt noch kein neuer. Ach, er spawnt Alkohol. Doch erst Alkohol nach, wenn wir ihn verbraucht haben. Ja. Das ist doch das Dumme, was wir jetzt... Okay, ich habe die Kreidezeichnung. Ja. Und er hat hier auch freigeräumt. Holst du dir Blutschleid? Ja. Aber vielleicht noch nicht jetzt als erstes. Ich möchte erst Speed haben. Nicht Jugger. Ah, jetzt kommt Jugger. Jugger hab ich doch schon. Ach, du hast... Wie? Bei deiner Pump? Ach, ja, Jugger hab ich doch schon. Oh Mann, ich muss unbedingt jetzt gleich auch den Teaser kaufen. Der lohnt sich doch noch. Ja. Noch lohnt er sich. Aber wenn, dann solltest du ihn jetzt kaufen, weil sonst lohnt er sich nicht mehr. Ja, ja, aber dazu musst du mir nochmal ein oder zwei... Da kommt ein Zombie. Oh, 40 Punkte, bitte. Spiel. Danke, Spiel. So, jetzt hol ich's mir. Jetzt holst du es dir? Ich hol's mir. Und wie ich's mir hole? Das Teaser. So viel zum Thema Sprache. Ich könnte ihn jetzt noch ein zweites Mal kaufen. Ich bin jetzt überlegen, echt, soll ich Vulture kaufen oder... gibt's noch ein nettes Perk, was ich mir gönnen kann? Ich habe mir jetzt Speed Cola gegönnt. Doppelfeuer ist im Haus. Ja, da will ich jetzt aber noch nicht rein. Nee. Weil wenn du teaserst, jedes Mal, wenn du teaserst, verlierst du Punkte. Und das ist auch kacke. Mulkick? Mulkick ist hier oben drin. Was hältst du davon? Quick Revive wäre ja oben. Nö. Mulkick. Dann gönne ich mir nächste Runde Vulture. Okay. Ich habe jetzt gerade noch nur Jugger. Ich werde mir dann im Haus noch Doppelfeuer holen. Ich warte auf ein gutes Perk aus der... von den Geistern. Weil dann habe ich 4 Perks und krieg mein 5. Ja, das möchte ich dann auch schaffen, wenn es geht. Genau, das ist ja mein Ziel. So, jetzt baue ich mal kurz diese Satellitenschüssel an die Guillotine. Das hätte ich ins Klo gegriffen. Ja, aber voll ins Klo gegriffen. Oh, geil! Wie? Geil. Hast du was gefunden? Oder random oder was? Ja, random. Und? Jetzt noch nicht neuer Föhn. Nee, aber diesen geilen Revolver, den es hier gibt. Ach, einmal. Den Remington-Revolver? Ja. Aber du hast 9 Föhn, oder? Nee. Ich habe nur AN94 und Teaser. Ja, nur allein. Ja, nur, die kannst du an der Wand kaufen. Alles, was du an der Wand kaufen kannst, ist nur. Aber ich glaube, das Elsat als gepanschte Waffe ist, glaube ich, ganz gut. Das Achievement hattest du schon, ne? Nee, es geht mir nicht ums Achievement, aber wenn man schon mal so eine geile Waffe hat, die man normalerweise aus der Random kriegt, warum soll man die nicht punchen? Ja, oder klar. Ich punche den Remington Revolver. Revolver. Ich finde das aber irgendwie bescheuert mit dem Elsa, dass man da nur einmal in einem Spiel rankommt an diese Zeichnung. Ja, und auch nur einer. Ja, ja. Dann bricht ja sofort diese... also Alkohol ist da. Ja. Leroy, wo ist Leroy? Wo ist der fette Riese? Da. Ich weiß noch, wo ich die Trailer zu Vengeance gesehen habe. Das war echt genial. Ach, ich räume jetzt einfach mal. Komm, Leroy, den Stab. Die Map... Soll mal irgendein guter Programmierer soll Black Ops 2 mal wirklich ganz knacken und ein neues Spiel daraus machen. Am besten noch neue Maps bauen, ne? Ja, weißt du, wenn die Engine sowas hergibt und du kannst durchschaust den Code, ne? Und findest raus, was weiß ich, dieser Programmcode ist für diese und diese Lichteffekte da. Ja. Warum soll man dann nicht selbst sowas machen können? Dann kannst du die ganzen Objekte, die hier sind, du kannst ja auch neue Objekte einbauen und neue Texturen und all so ein Kack. Ist ja alles. Das ist ja quasi Texture-Packs in Minecraft herstellen, nur hochwertiger. Na, in dem Spiel ist das schon ein bisschen anders. Ja gut, das war jetzt sehr vereinfacht dargestellt, aber so im Grunde ist es das doch. Im Grunde ja. Und dann mit einer neuen Oberfläche, mit neuen Elementen und so. Das wäre schon richtig genial, glaube ich. Ämter. Okay, ich würde sagen... Teddy. Ich würde sagen, Enthaupter im Saloon. Oh. Ja, wenn ich sowas könnte, würde ich sowas machen, aber... Was hältst du eigentlich von diesen Sachen mit Sachen bauen? Nettes Feature. Aber ich finde, das ist jetzt nicht so, dass man das jetzt unbedingt braucht, dass da sowas im Spiel eingebaut ist. Punkte bringt es ja nicht unbedingt, ne? Nö, ist eigentlich nur Zeitvertreib. Vulture! So, jetzt gerade ist random irgendwo neu gespawnt, ich hab's gehört. Aber nicht gesehen. Ich kann,